Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder eine Challenge für euch. Und zwar bietet es sich an, es gibt neue Ideen für Challenges mit der neuen Funktion, und zwar der Videofunktion oder unsichtbar werden Funktion, besser gesagt. Und zwar kann man sich ja seit dem letzten Update ausblenden, sodass man unsichtbar ist, einmal quasi als Pferd und Reiter, einmal wenn man absteigt, das Pferd oder halt den Reiter. Aber natürlich die Funktion, die quasi als Videofunktion verwendet werden kann, und zwar Pferd und Reiter. Ihr seht es, ich bin unsichtbar wie in einem Videomodus hier. Und ich sehe natürlich auch mich selber nicht und muss erahnen, wo ich stehe, was natürlich bei verschiedenen Aktivitäten im Spiel nicht ganz so einfach ist. Also wenn ich euch das jetzt hier mal demonstriere, ich sehe ja nicht, wohin mein Pferd guckt. Man kann es ungefähr abschätzen, aber es geht natürlich nicht so hundertprozentig gut, wie wenn man sich selber sieht. Und vor allem bei Sprüngen könnte es knifflig werden. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, reiten wir mal ein Championat in diesem Modus. Und ich bin echt mal gespannt, wie gut ich da abschneiden werde. Werde ich vielleicht unter die Top 3 kommen? Werde ich komplett failen? Wer weiß, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze so laufen wird, wenn ich mich hier selber nicht sehe und unsichtbar bin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an, wenn das Champi beginnt. So, es geht los jetzt. Und ich bin echt mal gespannt, wie es laufen wird. Auf jeden Fall volle Konzentration in den richtigen Moment zum Springen abpassen. Gleich kommt ja schon der erste Sprung und ich habe keinen Plan. Oh Gott, okay. Das erste ging ganz gut. Sollte mal schauen, wo ich bin. Ah, oh Gott. Okay, die Kurven sind natürlich auch ein bisschen schwierig so. Die Abkürzungen teilweise. Oh Gott, ich bin zu weit links. Eindeutig zu weit. Oh nein. Ja, bisher lief es ganz gut und dann kam die Stelle hier. Da war ich kurz komplett viel zu weit rechts und habe damit einiges an Plätzen verloren. Mal sehen, ob ich noch irgendwas aufholen kann, aber Top 3 werde ich bestimmt hier nicht mehr. Okay, aber komischerweise, über die schwierigen Stellen hier komme ich drüber, aber an der einen Stelle war ich plötzlich viel zu weit rechts. Oh Mann, aber hier komme ich ganz gut durch bisher. Oh Gott. Wenn man dann so abgedriftet wird und das nicht sieht, ist das natürlich auch nochmal schwierig. Also wenn man da runterfällt, wird man ja teilweise nach links oder rechts abgedriftet und, oh Gott, sieht das dann natürlich nicht, sondern sieht es nur, wenn sich die Kamera bewegt plötzlich. Okay, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze schon ausprobiert habt oder probiert es gerne auch selber aus. Macht auf jeden Fall echt viel Spaß und ist eine kleine Herausforderung. Aber wenn man das jetzt ein paar Mal trainieren würde, würde man das bestimmt auch sehr gut irgendwann hinbekommen. Aber ich habe das in dem Jumpy noch gar nicht trainiert und auch bis auf am Mittwoch einmal kurz noch nicht so wirklich ausprobiert diesen Modus. Oh Gott. Und schreibt auch gerne weitere coole Ideen für Challenges mit dem Unsichtbarkeitsmodus in die Kommentare. Mal sehen, was ihr da noch so für kreative Ideen habt. Da werden auf jeden Fall noch einige Videos zu folgen, wenn ihr darauf Lust habt. Und hiermit habe ich meinen ersten Sprung in diesem Modus gefailt. Schade. Sonst lief es eigentlich ganz gut. Und jetzt ist der Wurm irgendwie drin. Oh ne, jetzt. Okay. Komm, Top 10 komme ich noch irgendwie. Wo ist diese Lisa, die überhole ich noch? Na, ja, oder auch nicht. Die ist schon im Ziel. Oh hey, Elfter. Ich bin nicht Letzter geworden. Wie viel auch immer es gab. Hab's jetzt hier geschafft. Platz Nummer 11. Ja, hätte deutlich besser laufen können, aber die Sprünge habe ich teilweise doch besser hinbekommen, als ich gedacht habe und habe dafür an anderen Stellen gefailt, wie an den Heuballen am Anfang komplett oder jetzt nochmal mit am Sprung und bei den Kühen da. Aber sonst lief es doch besser, als ich gedacht hätte. Also bin ich erstaunt und will das auf jeden Fall gerne nochmal machen. Wie gesagt, schreibt eure Ideen in die Kommentare und wir warten jetzt einmal kurz, bis die Auswertung hier da ist. Mal sehen, wo die letzten hier noch bleiben. Also auf jeden Fall schon mal Glückwunsch an alle Gewinner hier. Und da ist die Auswertung. Wir haben Platz 11 von 14. Okay. Und wir sind Viertletzter. Immerhin. Nicht ganz hinten. Haben wir doch nicht ganz versagt in dem Modus. Aber kann auf jeden Fall deutlich besser werden, wenn ich das Ganze, wie gesagt, nochmal probieren soll. Wieder in einem Championat. Schreibt es gerne. Ich glaube, da gibt es auch deutlich schwierigere Championate. Wie zum Beispiel New Hill Quest, stelle ich mir in dem Modus echt schwierig vor. Also, das könnte echt eine Herausforderung werden. Jetzt reite ich hier kurz noch eine kleine Runde durch Silverglade. So normal rumreiten ist auch ganz lustig.
So kann man das natürlich auch trainieren für Jumpies. Oder in Rennen natürlich auch. Ich kann natürlich auch mal Rennen in dem Modus machen. Versuchen nicht zu failen. Wie ihr wollt. Aber für dieses Video war es das erstmal. Ihr seht mich hier gerade nicht. Aber ich winke euch jetzt noch einmal zum Abschied. Was man logischerweise auch nicht sieht. Okay. Aber ja, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dann gerne mal ein Like da und ein Abo. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Thank you.